Ich hasse ihn. Ich habe immer Probleme bei ihm. Ich glaube aber, das hilft nichts, weil er so nach links und rechts schlägt. Nein. Oh, vielleicht hilft's doch. Jetzt, da ich gerade... Vielleicht hilft's doch. Nein, es hilft nicht. Boah, er macht aber auch übelst Schaden. Aber das musste ich jetzt wissen, ja? Und jetzt muss ich, glaube ich, genau. Oh, ich bin reingelaufen, ich Dummi. Ah, kann halt sein, dass ich nochmal zu dem Boss rennen muss, weil ich habe da immer Probleme. Er ist wirklich schwer. Kannst, glaube ich, direkt schlagen, ja. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor diesem Typ. Er ist so gemein. Weg. Schlagen. Weg. Da. Da. Oh. Oh nein, er ist schneller. Ja, okay. Mach. Ja. Ja, mach. Mach, mach. Ja, gut. Ja, cool. Er ist, glaube ich, tot. Oh, ich hab's geschafft! Ja! Ja, Pirouette los! Yeah! Yeah, geil! Ja, nice! Warum ist da die Hymne der Zeit? Warte. Sieht so aus, oder? Vielleicht ist es doch einfach ein zeitlicher Ritter. Ich weiß es nicht. Da 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 da. Hymne der Zeit. In Gedenken an den Prinzen. So, weiter geht's. Ah, so. Wir sind draußen, scheinbar. Hey, Matthew, nein! Überrascht mich zu sehen? Nein. Lange Jahre in der Zukunft bedeuten anscheinend gar nichts. Sie sind nur wenige Sekunden vergangen. Sogar ich hatte gedacht, dass Reisen durch die Zeit reine Legenden seien. Matthew, du hast viel Erfahrung gesammelt. Das Schicksal Hyrule liegt von nun an in deinen Händen. Vielleicht ist meine Zeit jetzt vorüber. Hier mein letzter Rat. Yes! In diesem Tempel haust zweite Hexen. Um sie zu vernichten, schlage sie mit ihren eigenen magischen Waffen. Möchtest du das, was ich gesagt habe, noch einmal hören? Nein! Ich werde dich weiterhin beobachten. Viel Glück. Ja, yeah, die Eule, wir sind sie endlich los. Einfach hier runterspringen, Kappa. Yeah, wir kriegen jetzt die Eisenhandschuhe, die passen der Eulen aber nicht. Die passen der Eule nicht. Yeah. Ja, du musst sie Naboruk zeigen und geben. Du hast es versprochen, tja. Was geschieht hier? Was geschieht hier? Oh nein, sie wird entführt. Hey, was macht ihr mit diesen alten, hässlichen, dreckigen Weiber mit mir? Der war persönlich. Ah, lasst mich! Naboru, no. Oder unten sind sie auch schon. Ihr widerlichen, alten, hässlichen, dreckigen, verpissten, alten Hexen. Ihr seid Gendorfs eklige, ekelhafte, hässliche Sklaven. Flüchte, Madiot, schnell! Warum rufst du mir zu? Verdammte Hexe, sie setzt Schwarzmagie gegen mich ein! Hat sie gesagt, da oben ist jemand? Wir müssen gleich mal nachgucken. Nein, juckt mich nicht, wir gehen rein, du hast recht. Okay, dann halt nicht. La, 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 la. Was ist denn da unten? Oh. Soll ich dich schubsen, Madiot? Und schon sind sie weg. Tja, tragisch. Ich weiß gar nicht, wie ich zu einem Hexteil Herzteil käme. Ah! Andererseits kann man hier was pflanzen. Also wahrscheinlich hierdurch. Du kannst hier etwas pflanzen. Na gut, wenn wir mal hier sind, können wir hier was pflanzen. Das ist eine... Ja, tu sie halt rein. Eine Wundererbse. Oh ja, jetzt wächst sie hier. Wir gehen zurück zur Zitadelle der Zeit. Und dann ist es für den zweiten Dungeon bereit. Ich weiß nicht, ob der auch so kurz ist, weil theoretisch haben wir die erste Hälfte gemacht. Die zweite Hälfte dürfte also nicht viel länger dauern.
der geht. Ich finde den ganz, also was heißt angenehm, aber der ist in Ordnung, der Dungeon. Ich habe keine großartigen Erinnerungen an ihn, das ist immer ein gutes Zeichen. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ah, jetzt muss ich wieder Strumpfhosen tragen. Eine Qual. Aber was macht man nicht alles? Was macht man nicht alles dafür? Los, jetzt trag die Verantwortung. Ich weiß, was ich sagen wollte. Irgendwas soll er tragen. Yeah. Ich habe jetzt die Silberhandschuhe, weil ich so geil bin. Ich habe sie einfach über 7 Jahre hinweg angezogen. So, was mache ich denn mal? Wir machen das wieder auf X, das auf Y. Die Krabbelminen sind nicht schlecht. Die normalen machen wir hier hin. Und jetzt habe ich keine Feen mehr. Deswegen gehe ich nochmal ganz kurz woanders hin. Wir gehen nochmal in meine Lieblingsfeenquelle und füllen da unsere Flaschen auf. Und dann bin ich bereit für den Dungeon. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt sterben, weil jetzt gerade lief es auch ganz gut. Aber ich muss ja kein Risiko eingehen. Man weiß ja nie, wie man so schön sagt. Da, 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 da. Also, hier eine Flasche, da eine Flasche. Ja. Ja, das ist das Wappen der Königsfamilie. Schön, Link, schön. Wer ist Link? Also, man sieht auch schön, dass hier diese Feenquelle ist, weil hier die Blümchen wachsen. Ich finde das irgendwie süß. Geh rein. Yeah. Wir sind gleich drin. Und dann gehe ich endlich mal auf Toilette. Langsam ist es wirklich an der Zeit, dass ich auf Toilette gehe. Wir sind Feen und wir tanzen. Yeah, das war die erste. Sie wird dich wiederbeleben, du Geile. Und nochmal. Yeah, die zweite Fee. Sie wird dich wiederbeleben, du Geile. Okay, dann tue ich die wieder weg. Der ist immer ganz gut. Und wie gesagt, die nehme ich mal mit. Und jetzt, während sie uns heilen, gehen wir zurück. Das war scheiße. So, gehen wir zurück zum Geistertempel. Und dann retten wir Naboru, unsere neue Freundin. Wir retten Naboru. Vanaboris war ein Kamel. Ich finde das nicht gut. Wenn man damit sagen, dass Naboru ein Kamel ist? Ich meine, was haben sie sich da gedacht? Obwohl Breath of the Wild ist ja in der Zukunft. Also das Kamel wurde eigentlich nach ihr benannt. Was noch trauriger ist. Hey, wir haben hier einen Titan. Der ist ein Kamel. Fällt euch irgendjemand ein, nachdem wir den benennen wollen? Ach so, damals gab es doch Naboru, wisst ihr noch? Ja, die war schon kacke. Ja, okay, das machen wir. So, schieb weg den Schüssel. Ah, ja. So, ich schiebe und schiebe und wir sind da. Im gegenüberliegenden Raum, der genauso aussieht wie der andere. Zack. Du bist tot. Aua, ich auch. Aber hier fehlt scheinbar noch was. Ah, warte mal. Was ist das? Ah, nee, war schon richtig. Ach, das war ein Kristall. Ich dachte, du kannst dich da so ranziehen, wie so eine Schlaufe oder so. Das sieht sehr schön aus. Ich höre neben mir eine Skotula. So, jetzt brauche ich die Scheißschuhe. Oder auch nicht. Ah, ich muss wahrscheinlich von da aus fliegen, oder? Bestimmt. So. Swoosh. Yeah. Spiel die Hymne der Zeit, denn es ist schon längst so weit. Und jetzt schnell rein. Aua. Weißt du, ich soll dich retten und dann tust du mir weh. Blöde Kuh. Hier ist noch eins. Da ist noch eins. Ah. Jetzt. Und noch einmal die Hymne der Zeit, es ist soweit. Geh rein. Yeah. Wir können weitergehen.
Yeah, ein Schlüssel, oder? Yeah. Aua, dich habe ich gar nicht gesehen, scheiße. Mein Schild, meine Kleidung, meine Handschuhe. Oh je, du hast deinen Schild verloren. Hey, wag's ja nicht, dich zu verpissen. Hallo? Danke. Oh, Gib her. Ach, mein Schild. Ein Glück. Der war teuer, weißt du? Da habe ich schon Rabatt bekommen. Und der war trotzdem teuer. So. Ah. Wieder zurück. Ich frage mich halt auch, was mit der Schwierigkeitsstufe der Dungeons ist, weil ich finde den hier wirklich so um Längen leichter als den anderen. Was ist eigentlich hier? Außer der Wolf. Da laufe ich mir in einen Wolf. Bei diesem Wolf. Sieht so aus, als gäbe es hier bloß eine Skulptur oder so, oder? Oh! Okay, das war's. So. La 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 la. Hymne von Zelda. Dililili. Du meine Güte, es ist einfach eine Kiste. Wahrscheinlich die Karte? Denk ich jetzt mal. Der Kompass. Ah, okay. Okay. Komisch, dann kriege ich die Karte erst später, oder wie? Ich meine, an sich ist die Karte ja jetzt unnötig, weil sobald du den Kompass hast, ist es ja eigentlich schon basically so, als hättest du die Karte. Das fand ich immer komisch. Ah. Ich habe gar keinen Bock auf dich. Nein, lass mich. Aua. Hat er das jetzt geschluckt oder nicht? Nee. Jetzt hat er es geschluckt. Oh, Gott sei Dank. So, hier ist sonst nichts. Ich glaube, ich kann hier hoch, ja. Schön am Rand. Oh, hier sind tausende von Kisten. Krass. Ach ja. Ach nee. Warte mal. Warte, ich sehe nichts. Ach so. Ach nee, ich hasse die. Hallo. Wag es ja nicht. Aber mehr sind hier nicht, oder? Ich glaube nicht. Nee. Das war falsch. Aber hey, zumindest eine Kiste. Mit einem Herz. Und die wird wahrscheinlich auch falsch sein. Aber hey, zumindest eine Kiste mit Eis. Danke, das war nötig. Es ist so heiß hier in der Wüste. Das war richtig. Okay, aber jetzt will ich die letzte Kiste auch noch haben. Oh nee, ich will die doch nicht, die war scheiße. Oh, das war's schon, Gott sei Dank. Gut. Und zurück. Danke. Reicht. Yeah. Ja, das war klar. Nein! Oh. Als ob das sie nicht erwischt hat. Na toll. Das ist meine letzte Bombe übrigens. Und sie hat verkackt. Vielen Dank. Ich bin ziemlich sicher. Ach so. Ich bin ziemlich sicher, dass wir das so machen müssen. Oh. Wir müssen es doch nicht so machen. Warum nicht?
Oder zu wenig Anlauf, das kann auch sein. Ah, na gut, ich habe jetzt zumindest den Zauber hier. Ich weiß nicht, was das bringt, aber wir machen den einfach mal. Yeah! Schön! Dann zeig mal her, was gibt's hier Schönes? Die Karte, yeah! Die Karte, da komme ich nicht rein. Aber zumindest komme ich da hoch, oder? Habe ich gesehen. Genau. Also ich bin ja hundertprozentig sicher, dass ich da drüber laufen muss mit den Schuhen. Weil ich kann mich ja hier nirgendwo festhalten, oder? So an den Boobs oder so? Ja, doch, das geht. Warte. Ich habe es gerade gesehen. Am Nippel konnte ich mich festhalten. Oh, du Schlinge. Ich verfehle mal ganz knapp. Na gut, dann halt nicht. Dann halt später. Ach, wartet mal. Ich glaube, ich kann auf die Hand laufen. Sehe ich das richtig? Yay! Hat geklappt. Gut. Dann mal los. Klos mit Soße. Nein, keine Ahnung. Oh. Nee, das war nichts. Aber ich glaube, jetzt kann ich mich dran festhalten. Das ist das Gute an der Kiste. Und dann komme ich auf die andere Seite. Ah ja! Ich bin Link und ich laufe geschwind. So. Nummer 1. Ein Rubin. Perfekt. Nummer 2. Ah! Jetzt können wir unten rein. Was ist denn da oben? Kann ich mich da auch festhalten oder wie? Was ist denn mit dir? Was ist denn da oben? War das jetzt so gedacht? Ach, keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall jetzt hier weiter. Ich weiß, was Navi von mir wollte. Geh rein. So, hier dürfen wir wieder ein bisschen ziehen, schieben, was auch immer. Mit unseren geilen Handschuhen. Dillim, 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 dillim. Und nochmal. Dillim, dillim, dillim. Ach ja. Ich warte. Ja, ja. Danke. Oh, eine Fee. Aber ich habe schon Feen. Nein, sie ist weg. Ach, sie ist doch nicht weg. Da ist sie doch. Aha. Okay. Du kannst ruhig rein. Geh rein. Aua. Ach, das ist eine Abkürzung einfach. Okay. Nee, dann will ich schon wieder dahin. Tatsächlich. Lass mich hoch! Tja, jetzt wird mir leider immer noch ein Schlüssel. Der wird wahrscheinlich dann auf der anderen Seite sein, oder? Da ist ja auch eine Truhe aufgetaucht. Kann das sein? Da! Oh. Das bewirkt ja, dass oben die Tür aufgeht. Oder irgendwo die Tür aufgeht. Aber als ob ich nochmal in den Teil muss. Das wäre irgendwie komisch. Ah, ich kann mich zumindest da in die Kiste ziehen. Vielleicht ist da ein Schlüssel drin. Ja. Gut, das ist doch schön. Dann kann ich wieder darüber gehen. Hier ist nichts, immer noch. Wo gucke ich denn hin? Da.
Wir sind gleich da im nächsten Raum, hurra. Let's go! I. Oh, ich habe keine Bomben mehr. Na egal. Ich töte euch alle. Nimm das. Und nimm das. Und der ist auch hinüber. Jetzt fehlt halt leider noch der hier. Und ich habe keine Bomben mehr. Aber ich habe noch Krabbelminen, oder? Hey! Krabbelminen. Sehr gut. Drehen. Nicht drehen. Okay, dann nicht. Ach, hier kommt bestimmt wieder bloß so ein Feuerkreis. Was ist denn hier Schönes? Oh nee. Ich nehme also an, ich muss den richtigen draufschieben. Ene, mene, moor. Ich nehme dich. Das war falsch. Ich nehme dich. Ich nehme dich. Okay, ihr seid alle kacke. Okay. Nimm das. Oh je. Oh je. Au, 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 au. Der ist auch falsch. Was ist denn mit euch? Krabbelminen, los. Wahrscheinlich muss ich ihn hier drauf locken. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Los, stampf ihn richtig rein. Ich muss ja da rein. Also irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Muss ich die vielleicht, also muss ich mich hier hinstellen und die dann anstupsen? Oh ja. Geh rein, schnell, geh rein. Huh! Ich habe Angst, ich will das nicht. Hallo. Wir kennen uns noch nicht, also eigentlich schon, aber... Boah, es laggt übelst. Boah, er hat zum Glück daneben geballert. Oh. Ist er wieder schneller? Er geht tatsächlich. So schlimm war er jetzt gar nicht. Das war gut. Yeah! Aber leider keine Pirouette. Naja, was soll man machen? Ist halt so. Jetzt kriegen wir, glaube ich, auch schon das Dungeon-Item. Ah, let's go. Das Dungeon-Item Nummer 2. Yeah. Bitte keine Eule. Bitte keine Eule. Jetzt kriegen wir das nächste Item. Den Spiegelschild. Yeah. So. Wisst ihr was? Ich finde alleine... Für das Feeling muss ich hier rot tragen. Ich trage hier ganz einfach rot, weil diese Farbe zu mir passt. Zu unserem Link. Mati gut. So. Aua. Auf die rüber. Jetzt meiden wir die alle. Ich bin eine Sonne. Ja, ein Traum. Jetzt kriege ich hier wahrscheinlich einen Schlüssel. Hau raus, den Schüssel. Vielen Dank. Es
läuft so gut. Was ist denn mit diesem Dungeon? Das ist einfach der beste Dungeon bis jetzt. Hoppala. Das war Skill. Gut. Dann einmal hier rüber. Oh nee. Bam. So, ja, das ist wahrscheinlich nicht ganz so toll. Aber ich kann mich doch einfach da hochziehen, oder? Ist ja total leicht. Oh, das wollte ich nicht. So, die sind jetzt dead. Und warum sollte ich da hoch wollen? Einfach so. Aha. Na gut, ich gehe jetzt mal weiter. Hier sind sehr, sehr viele Truhen. Ich nehme an, hier drin wird nicht der Master Key sein. Das wäre komisch. Das wäre weird. Sehr, sehr weird. Deshalb glaube ich's nicht. Da ist einfach der Master Key. Gut, never mind. Wo bist du? So, ich nehme mal an. Ich muss da raufspringen. Oder wie? Das verstehe ich jetzt nicht. So, die ist falsch. Die ist falsch. Die ist auch falsch. Ich glaube, die sind sogar alle falsch. Ah, guck mal. Ach so. Yeah. Lass bitte los, bevor hier ein Timer ist oder so. So, jetzt haben wir auch schon den Boss-Key. Das ging ziemlich schnell, wenn ihr mich fragt. Und da ist er, der Master-Schlüssel. Yeah. So, wir haben jetzt aber bloß noch, wir haben jetzt noch ein paar Räume, die wir hier betreten können. Aua. Danke für nichts. Verstehe, ich glaube, so kommen wir dann auch zum zur Boss-Tür, nehme ich an. Ah ja, gut. Ich gehe halt mal hier rein. Eieiei. Boah, hast mich erschrocken, Junge.